6, kein Anführer. Das heißt, ich treffe jetzt wieder. Sehr interessanter Kampf 20. heute. Ich greife jetzt wieder Mumie Nummer 3 an. Mit einer Finte. Schick sie endlich in 19. den Ort. Mit oh, einer 1. Ich habe bestätigt. 19, oder? Ja, geht. Ja, schade, dass ich jetzt nur so wenig Schaden mache. Also 6 plus 3 sind 9, plus 3 sind 12 Trefferpunkte. 12 Trefferpunkte? Mit der einen Hand, jetzt kann ich noch mit der anderen Hand an. Da mache ich jetzt einen präzisen Stich 1 auf 17. 15 würde treffen. Ich probiere es noch, aber es ist auch nur 4, schaffe ich es nicht. Was? So, plus 5, das sind 7 Trefferpunkte. Okay. Diese Mumie hast du schon ordentlich zerfetzt, also richtig zerfetzt, aber dennoch steht sie noch. Es macht doch keinen Anschein, dass sie jetzt gleich zusammenbricht. Nicht wie Menschen, die heulen, weinen. Da muss ich schon mal über 40 Trefferpunkte gekriegt haben, die andere hat nicht so lange ausgehalten. Passt. Kurz, du bist dran. Ja, ich ziehe mir den nächsten Bogen und schieße auf Skelett Nummer 4 mit einem präzisen Schuss. Mit einer 1 will ich treffen. Bestätigen. Mit einer 1 bestätige ich. Ja. Und nochmal bestätigen. Und dann bestätige nochmal sicherheitshalber. Passt, ja, kannst Schaden machen. So, wie ist es mit einem, wie ist es mit 2 habe ich noch nie gehabt. Den vollen Waffenschaden, wie haben Sie mir gesagt? Genau, vollen Waffenschaden und einmal würfeln. Okay. Plus alle Modifikationen. So wie bei D&D eigentlich. So wie bei D&D, okay, passt, ja. Das ist 6 sind plus. Plus 5 sind nochmal 11. Plus. Plus 1 durch nah ist 12. Plus 1 durch Kriegsfall ist 13. Und 5, 18. Trefferpunkte. 18, das heißt die Hälfte. Die Hälfte ist 9. 9. Das war Skelett Nummer 4, gell? Jo. Ja. Das ist so bitter. Was? Dass du dann eh schon einen kritischen Treffer landest und dann ist nur die Hälfte des Schadens. Genau, aber so normal. Ich habe das, beim Bogen noch nie gehabt. Und auch da brechen einige Rippenstücke raus, aber es obwohl der Bogen schießt. Bitteschön. Andrin, du bist. Ich dran. Mache in meiner freien Aktion den Anführer für nächste Runde. Gehst du mit dem Pfeil und auch so herum. Und dann kommt ich ein. Überhaupt nichts mehr. Ein Wuchtschlag wieder auf Skelett Nummer 6. 6 habe ich vorher angegriffen gehabt, gell? Ja, 6. Ja, greife ich noch einmal an. Mit einer 3 könnte ich treffen. Mit einer 3 triffst du auch, mein Freund. Sind 11 Trefferpunkte. Oh, wow. Wow. So, Anführer Was? Gemacht, angegriffen, ich bin fertig, danke. Was? Mumie Nummer 2 ist noch frisch eigentlich, gell? Very fresh. Ich hab's nicht angegriffen. Nein, hat noch keiner. Passt. Auch Skelett Nummer 3 ist noch frisch. Passt. Gut, somit bin ich dran. Skelett Nummer 3 versucht jetzt rauf zu kraxeln. Mut, Gewandtheit, Körperkraft. Ja, ich würfel mal, es ist so, wie es dann liegt. Skelett 4 wieder, oder wie? Oder 3? 3 versucht rauf zu kraxeln. Aber schafft's nicht. Skelett Nummer 4 versucht auch rauf zu kraxeln. Ich gehe nicht mehr nach Nummern. 3, 4, ja, so ich vergesse ich es. Schafft's auch nicht. Skelett Nummer 5. Bei mir. Sind nicht so tolle Kraxler. Skelett Nummer. Wo war ich jetzt? Skelett Nummer 5. Bei mir. Dich anzugreifen, Andrin. Schafft's aber ganz und gar nicht. Skelett Nummer 6. Dymion oder ich? Dymion, 3. Würde treffen. 5. Ich pariere. Peng. Mumie Nummer 2. Bei mir. Würde treffen. Ich versuche zu parieren. 8. Ja. Pariert. Mumie Nummer 3. Dymion oder ich? Ah, gut. Dymion, 3. Das heißt, auf 8. Aber ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Achso. Ich treffe nicht. Ich hätte eine 2 gehabt. Gut, somit bin ich mit meinem Spiel am Ende. So, Runde Nummer 7. Wow. Wir haben Anführer. Yep. Also wieder 21. Dann mache ich einen präzisen Stich 2 auf die Mumie 3. Mit einer 17 treffe ich sogar. Noch ganz knapp. Fein. Fein. Super gemacht. Darfst Schaden machen, obwohl es ist. Machst mehr als einen Schaden, oder? Warte, ja. Ja, danke. Ende im Gelände. Dann greife ich mit der anderen Hand noch Skelett Nummer 6 an, das heißt auf 16. 4 würde treffen. Skelett Nummer 6, hast du gesagt? Ja.
Mal meinen präzisen Stich 2 wieder auf 16 halt. Na, diesmal mit einer 2 würde ich parieren. Gut. Klink. Klink. Ich versuche das Skelett 4, den nächsten Pfeil, durch die Rippen zu jagen. Es wird eng. Es wird, es wird eng. Es geht ihm alles auf. Du schon, wenn du es hingreifst, musst du schon so suchen. Ich habe 20 gewürfelt. Bestätigen. Können wir nur 20 bestätigen. Nicht bestätigt, du schießt daneben. Ja. Noch drei Pfeile. Dein Bogen zerbricht. Urschier. Oh, der feine Bogen. Ja, André, du bist dran. Drei Pfeile. Du bist vielleicht auch schon unnervös, ist eh klar. Ja? Da kommen zwei Skelette so. Versuche darauf zu ziehen. Ich versuche noch einen Wuchtschlag auf Nummer 6. Ja. Nummer 6? Einen wuchtigen. 5 könnte treffen. Einen wuchtigen Schlag. Es tut mir sehr leid, aber Nummer 5. Nummer 5 war das? Nein, Nummer 6. Nummer 6. Der hat schon einmal pariert. Der hat es nicht geschafft, hat genau. Zweimal parieren müssen. Ja. Hat es Schaden gemacht. Sind 8 Trefferpunkte. Wirklich 8? Genau 8, ja. Genau 8. 4 plus 4. Ich vertraue darauf, dass du überlebst. Gut, passt. Wenn nicht, nehme ich deine Sachen. Dann bin ich fertig. Passt. Somit bin ich wieder dran. Nummer 3 versucht drauf zu kraxeln. Er lebt immer noch. Ja. Ist wahrscheinlich um genau einen nicht ausgegangen. Das sind schon wieder super. Nummer 3. Na, der ist frisch, ne? Der ist frisch, der ist noch unverletzt. Nein, Nummer 6 hat er mich gefragt. Ja, fehlt ein Punkt noch. Bei Nummer 6 fehlt. Ja, ich habe 9 stehen. Das sag ich ja. Und ich habe gesagt, es wird einer gefehlt haben. Klassiker. Ja, aber dann müssen wir jetzt eigentlich, also K.O. gehen, weil unter 5. Was ist mit Schmerz eigentlich? Ja, gibt's eben nicht. Das ist für mich immer leichter, sowas. 4, 5, 9. Bube, Nummer 3, schafft es zumindest mal rauf in der Aktion. Braucht freie Aktion und Aktion. Nummer 4. 14, 14, 19, danke. Nummer 4 wieder nicht. Ja. Bitte macht's Nummer 4 fertig, der geht noch auf die Eier. So, Skelett Nummer 5. Bei mir bitte. Oder Skelett Nummer 4, kann auch angreifen. Würde es schaffen. Ich versuche zu parieren. Eine 17, er darf Schaden machen. 8. Ja. Sind wir Skelett Nummer 6. Entweder Dümen oder ich. Andrin? Ja. Trifft nicht. Mumie Nummer 2. Geht nur bei mir. Würde treffen. Versuche zu parieren. Eine 1. Bitte bestätigen. Ich bestätige mit einer 6. Kann ich jetzt einen Passierschlag machen, gell? Mhm. Minus 4. Ja, eine A. Ja, mit einer 8 treffe ich. Na dann. 1. Also 5 Trefferpunkte. Das war jetzt Nummer Mumie Nummer 2. Hm. Hast du wie viel Schulden nochmal? 5 Trefferpunkte. Mhm. Gut, das ist der erste Schaden. Jungfräulich. Der andere ist wieder im Ausbildermodus. Nein, so nicht. Der auch der fährt. Gut, Skelett Nummer 3 greift dich jetzt an. Kord. Bist du gerade draufkrabbelt, oder? Ist der nicht gerade draufkrabbelt? Ja. Achso, du bist dran. Ja. Also Skelett Nummer 3 greift dich an, ich will das jetzt sehen. Ja, sie will das aussehen. Nein, stimmt, ich habe jetzt gerade pariert, weil ich habe es. Das heißt, wir haben ja. Kampfrunde Nummer 8, kein Anführer. Das ist doch 20. Dann greife ich jetzt Skelett Nummer 6 an. Bitte räum den Scheiß endlich weg. Immer, also. Er finisht immer. Ich mach die an. Ja, na eh, aber das reicht immer dann dieser eine Punkt noch. Hier, also Finter würde treffen. 18, das brauchst du nicht. Brauchst nicht mehr, der hat noch meinen Lebenspunkt. Ich habe eine 1 gewürfelt, das wären 4 Trefferpunkte, das wären 2. Aber das reicht, ja. Auch der ist Meier und geht zu Boden. Und boah. Dann greife ich jetzt die Mumie Nummer 2 an und mache einen präzisen Stich 1. Das heißt, 18, 17, 8 würde treffen. Mit einer 2 pariere ich. Sehr schön. Dann bist du dran, Kurt. Gut, wie hoch ist das Dach? Na, du stehst am Gipfeldach, glaube ich, oder? Ja, das kann so, klar, ja. Kann ich da runterhüpfen, ohne dass mir was passiert? Naja, oder? Das sind schon 3 Meter. Das tut schon ein bisschen aber machen. Nein, das tut schon aber machen, ja. Also okay. Ab einem Meter macht es dann 3-6 Schaden. Das geht sich aus. Naja, aber du würdest weich landen zumindest, das ist ja heu.
Ja, aber schau. Also du springst genau in den Spalt rein. Ich wollte gerade sagen. Nein, ich bin überlegen, entweder hupfe ich runter, aber gesagt, da wird man ja Schaden. Ich glaube, du hast dir was Besseres einfallen lassen. Ich glaube, jetzt kommt das Mörderding. Oder ich springe davon, von da wieder runter irgendwie. Oder du sagst. Weil das geht jetzt sind nicht so schnell, was ich weiß. Ne? Also ich weiß. Sie bewegen sich ganz normal. Okay. Du könntest aber auch den Untoten sagen, dass du einer von ihnen bist. Ja, genau. Ab jetzt für sie arbeiten möchtest. Unterstoßen ist auch nicht wirklich möglich, glaube ich. Das gilt jetzt dann nicht, was ich euch sage, okay? Das gilt jetzt wirklich nicht, ja? Okay? Aber wenn man sich tot stellt, sind Skelette so dumm und gehen weiter. Wirklich? Also ja, aber das geht auch bei einer, das wäre bei der nächsten QS. Ja, ja, gewesen, ist klar, ja. Aber das gilt jetzt nicht, aber das würdest du auch nicht machen. Aber, aber wenn du die QS hättest und du dich tot stellst, ja, dann müsstest du eine Probe machen auf. Verkleiden oder was weiß ich, verstehen, werden wir uns schon was einfallen lassen, ja. Aber und die gelingt dir, dann gehen die Skelette oder die Mumien an dir vorbei, ja. Cool, ja, cool, oder? Also Unterstoß ist auch keine Option, nehme ich an, oder? Wie? Das Skelett runterstoßen. Das ist eine Raufprobe. Wenn mir die gelingt, dann... Ja, ich kann ja natürlich auch dagegen halten. Na klar, aber die wird dann runterknallen, so gesehen, ne? Ja, da müsste man den Fallschaden dann schauen. Ja. Kann ich schon mal googeln, wenn du das vorhast. Ja, ich werde jetzt... einen Punkt fallen lassen, logischerweise, weil was soll ich sonst machen? Stundschaden. Und versuche jetzt als Skelett 3, mit dem ich mächtig hinrenne und mit den Armen irgendwie nach vorne stoße. Schnee, Wasser, mal raufen Schaden, bin ich gut. Minus 1. Wir haben Heu. Ja, das ist Heu. Für jeden Schritt Höhe, den ein Held stürzt, wird ein W6 gewürfelt und die Gesamtsumme mit den unten stehenden Boni oder Malus verrechnet. Das Viech soll nicht zu mir kommen, das ist alles. Ich kann das werde also nur gewertet. Ich kann mir das so gut vorstellen. Geh weg! Kannst du machen, aber ich versuche natürlich dagegen zu halten. Also zumindest ich versuche auszuweichen. Ja, ist schon klar. Garstiges Wesen. Ich werde meiner freien Aktion den Bogen fallen lassen oder wie auch immer jetzt da. Mhm. Und mit Schwung auf Skelett Nummer 3 zulaufen und versuchen so zum Runterstoßen. Mhm. Mit einer normalen Raufenattacke. Mhm. Was mir auch gelingt. Ich möchte es viel von Tag runter befördern. Das ist das Astro. Warte ganz kurz. So, ausweichen habe ich eine 6. Mag wer von euch würfeln? Ich übernehme das jetzt noch nicht. Macht das wer von euch? 3. Hat es geschafft zum Ausweichen. Gut. Somit. Bleib ich dann stehen und schau blöd. Ich helfe ja gerne. Du drückst so dagegen, aber nichts passiert. Gell? Das Skelett steht nur so da und hebt sein Langschwert jetzt also in die Höhe. Du hörst dann so von unten. Haha. Dann bleibe ich stehen. Aus. Ja. Mehr kann ich mehr machen. Es tut mir leid, Kurt. Lass mich noch. Gut, ich mache wieder in Anführer für nächste Runde. Ich glaube, es wird besser, wenn du gehst. Meiner freien Aktion. Geht sich aus, kriegen wieder beide. Ja. Und dann versuche ich einen Wuchtschlag auf weißt Skelett Nummer 5. Wie das Ding funktioniert? Eine 5 könnte treffen. Alles, Mann. Ja, warte ganz kurz, ich habe mich jetzt gerade verklickt. Nummer 5 war das? Nummer 5, ja. Versuchst du anzugreifen? Für mit einer 5 vielleicht, ja. Attacke! Ja, gelingt dir. Eine 10. Okay. Trefferpunkte. Gut, danke. Skelett Nummer 5 steht noch. Dann bin ich jetzt mal wirklich so nicht geschafft. Passt, so, somit bin ich dran. So, Skelett Nummer 3. Ja, Mann, gib mir's. Ich weiche aus. Steht beim Kord. Skelett Nummer 3 steht beim Kord, ja. Hat eine Attacke von 11. Ich würfel jetzt da offen. Ja, Andi, würfel nein, mal, ich würfel offen, sonst heißt es wieder, nein. Du schaust dir nicht hin beim Würfeln. Nein, bitte würfel, komm an, ich vertraue, ich würfel ganz normal. Ich, meine, ich würfel, wir alle normal. Ich habe eine 3 gewürfelt. Ja, war hier klar. Ja, kein Problem, passt schon. Ja, ja, jetzt. Ich pariere, ich versuche mit meiner Hand. Ich pariere. Ich habe Eisenfaust. Hm? Mhm. Und pariere mit einer 4. Oh, nein, das ist eine das hätte jetzt böse enden können eigentlich. Ja. Ist das nicht eine 4? Nein, kommst du drauf? Nein, da liegt er, da nee, liegt er. Das ist eine 1, komm. Ich habe ihn nicht berührt. Ich weiß, ich will dich nur ein bisschen helfen. Bas, das ist so ein Schlagabtausch. Das bei dir ist, du siehst schon den Leben so vorbeiziehen irgendwie so. Nein! Ja, genau. Das ist echt so Not gegen ihn. Ja, wirklich. Er hüpft so aufs Dach. Das, ist das geil. Erinnert mich damals an das Piratenschiff, wo wir gekämpft haben. Das war genau dasselbe. Ja? Ich will so. Du versuchst ja, zu genau, beim Piratenschiff. Ich versuche natürlich nachzukommen. Bei der Rüstung habe ich meine ganzen Astralpunkte ausgegeben. Das ist jetzt auch ein Kampf, mit dem ich nicht gerechnet. Mhm. Jetzt bin ich nämlich voll der... Bei mir darf man nie. Und ich habe noch drei Pfeile einstecken. Das wird schon ein bisschen eng bei mir.
0 Astralpunkte, keine Leben und 3 Pfeile. Weltklasse. So. Ist ein dehnbarer Begriff. Hm? S4 ist ein dehnbarer versucht Begriff. Wieder raufzukraxeln. Ich hab das. Ich hab das. Ja, genau, das ist ein Schwuler, wirklich. 3-1. Ich schau mal. Ja, 3-1, ich hilf gleich zu 3. 3-5-7. Das tut mir echt leid. Er ja, schafft's ja, auch drauf. Ich bin so. Das hört sich nicht so an, als ob es so leid tut, mir zu überladen. Ja, wollte gerade sagen. Ja, gell. Es tut mir echt leid, Bro. Aber du kannst eh runterspringen. Das ist ja nicht so schlimm. Du kriegst nur 3-6 Schaden. Hey, du landest auf 3. Leben kriegt das du mit sie. Das Schaden. 3-6 minus 1. Das musst du mal überlegen. 3-6 minus 1. Das überlebst das du locker. Das ist Entscheidung des Meisters. Schau, Heu, Schlamm, Schnee oder Wasser. Minus 1 bis alle minus 4 Schadenspunkte. Das Geht heißt, mach mal 3 draus. Mach mal weiter, komm. Vielleicht würfel ich 3-1 und dann hast du gar nichts. Ja, super, würfel ich runter und dann habe ich 2. Ich verliere 2 Lebenspunkte, bin ohnmächtig. Oh, super. Ja, schafft er. Ich schwerte so runter. Na, geht schon, weiter so, geht's. Warte, Nummer 3 habe ich schon gemacht, Nummer 4 habe ich gemacht, Skelett Nummer 5 ist bei Andrin. Ja. Und bei mir. Und bei dir eigentlich, ja, damit wir so weitermachen. Ich muss noch von dir was machen. Aus. Ja. Nummer 5 ist Andrin, der versucht mich anzugreifen, würde es schaffen. Versuche zu parieren. Ja. Deine 5. Ja. Und jetzt ist Mumie 2 noch dran. Ich kann deine Augen unterstoßen. Ist diesmal bei Dymion, versucht eine Attacke auszuführen. Würde treffen. Darf schauen machen. 9 Trefferpunkte. Jalla. Aua. Gut. Ich bin fertig. Dann ist Kampfrunde Nummer 9, wir haben den Anführer. Jetzt greift meine Eule an. Ah, bitte, ja. Skelett Nummer 3 und macht jetzt einen Flugangriff. Ja. Probier dieses wunderbare Tier zu treffen. 8, das würde treffen. Ich kann ausweichen. Du darfst normal verteidigen. Ausweichen, verteidigen, wie auch immer. Verteidigen auch mit der Waffe? Er steht nur da, gegen den Angriff kann man sich normal verteidigen. Also ja, verteidigen. Kannst du mal parieren. Ich mich besser ja. Für wie du willst. Für mich ist parieren besser. Ja. Nein, es ist eigentlich wurscht. Eigentlich ist es wurscht. Wie du willst. Nein, du darfst Schaden machen. Sehr gut, 1-6 plus 2. Yeah. Ich darf parieren. 5. Na, immerhin du. Aber er greift auch mit Krallen an, weil wie du ah, ja, dann ist eigentlich auch der halbe. Danke dafür. Bin ehrlich. 3 Schadenspunkte. Ja, das stimmt auch. Moment, das ist keine Fechtwaffe und kein Dolch. Krallen. Haben wir schon vorher diskutiert. Ja, das sind Krallen. Das ist wie Dolch. Krallen gibt es ja so jetzt nicht. Ja, ich sage Krallen. Hätten die Krallen den vollen Schaden, haben sie keinen vollen Schaden die extra Krallen aktiviert. Ne? Aber haben gesagt, nein, das sind wie Dolche. Noch ein halber Schaden. Steht wieder nicht dabei, oder? Was für nein, ich habe mich nachgeschaut, steht nicht dabei. Fällt unter Attacke raus. Aber es sind für mich keine Hiebwaffen. Krallen? Ja, definitiv nicht. Ja, Wuchtwaffen, könnte man auch sagen, weil es mit Schmackes drauf raus. Scheißegal, es ist nicht so fertig. Man einen Degen auch, sondern mit Schmackes drauf. Nein. Mit einem Degen kannst du noch zustechen. Mit einer Fechtwaffe kannst du auch so machen. Nein, mit Degen kann Krallen, Domi, sind bei mir keine Hiebwaffen. Ja, ich habe nie was dagegen gesagt. Nein, ich sage nur, also das. Hätte man sich von Anfang an auch geeinigt, es passt, dann hätte ich mir Hexagon aktiviert, weil ich mir Schaden machen und besser verteidigen kann. Aber wenn man sagt, das geht nicht, dann ist es für mich auch sehr wichtig. Krallen sehe ich nicht als irgendwie. Das ist für mich. Rennen unter Dolche. Was? Weiter geht's, komm. Andrin, du bist dran. Na, er ist dran. Er ist dran. Wir haben jetzt Kampfrunde Nummer 9. Achso, du hast den Vogel dazwischen. Ja, Entschuldigung, deine Eule aktiviert. Ja, nachher den Eule nachmachen. Ne? Dann ist Dymion dran. Was haben wir jetzt? Kampfrunde Nummer 9, Anführer gilt. Wie gilt, sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt 20, weil ich habe jetzt Schmerz. Ich greife normal an, weil ich jetzt nichts gesagt habe und voll gewürfelt habe. 17, ich würde treffen. Wem greifst du an? Mumie 2. Ganz normal, minus 1 auf der Verteidigung. Ja. Er darf Schaden machen. Das sind 7 Trefferpunkte. Mhm. Und den zweiten Angriff mache ich mit präzisen Stich 1. Das heißt, auf 17 mit einer 2 würde ich treffen. Und darfst du Schaden machen? Das sind 9 Trefferpunkte. Mhm. Yep. Irgendwie ist die Musik gerade ein bisschen arsch. Nein, das passt nicht. Das passt irgendwie so arsch. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Beerdigung, die gleich kommt, da passt eh gut dazu. Gut. Ich habe glaube, das war Absicht. Diese friedliche gut. Musik, dass wir jetzt von dem Abschied nehmen können. Skelett 4 runterzustoßen, weil das ist schon zumindest ein paar Mal getroffen habe. Ja.
Aber weißt du, dann macht er wieder 3W6 minus 6 Schaden, weil auf einmal ist das Heu urweich. Ich probiere jetzt mal runterstoßen. Wie würde es gelingen? Gut, mag wieder wer würfeln von euch? 2. Geschafft. Ja, würfel gleich, das ist geil. Geschafft. Und das war's. Und das war's! Es ist so toll. Wir gehen zurück ins Studio, danke. So, ich bin so stolz, wirklich. Danke, Anke. Bis das nächste Mal nicht mehr, das sage ich da. Gut. Ich hab dich urlieb. Ich hätte auch eine 5 gewürfelt, ich hätte es auch geschafft. Ich versuche mit einem Wuchtschlag Skelett Nummer 5 zu treffen. Deiner 13 würde mir das gelingen. Wem greifst du an, Entschuldigung? Skelett Nummer 5. Ja, Skelett Nummer 5. Du kannst Schaden machen. Auf mich wird immer geschießen. Ich muss mich hier um die echte Bedrohung kümmern. 12 Treffer passt. Ich werde gefoltert. Skelett Nummer 5 war das, gell? Ja, genau. Skelett Nummer 5 ist... Das habe ich jetzt eh lang genug bearbeitet. ...ist nun auch weg. Naja, kämpft euch eh schon durch. Das hat gut die meisten Scheiße. Ich kann mir jetzt nicht sagen, ja, ich komm, dann ist fertig. Der steht eh noch. Warte. Kann ich mich in meiner freien Aktion noch ein Feld nach vorbewegen? Ja, kannst du natürlich. Ja. Bei uns stehen 7. 7 Feinde, ja? Und wir schnetzeln uns dazu 2. Ich wollte gerade sagen. Das Doppelte von dem, was wir haben. Und du scheißt dich bei 2 Skeletten an, die auch noch so... Oh. Wenn du 5 Leben hättest, würde ich wissen, wie du mal dumm scheißen würdest. So, ich bin fertig, du bist ich ja. Ich hab 5 Lebenspunkte. Ich bin ja, mit 5 Du bist mit eh schon K.O. Nein, ich bin mit 10. Ich bin mit 10 Lebenspunkten im Kampf. 5 Lebenspunkte oder weniger. Nicht unter 5. 5 Lebenspunkte weniger. Oder so, weniger. Hast du nicht vorher gesagt, du hast 6 Lebenspunkte. Du hast doch mehr gehabt als 5. 6 Lebenspunkte habe ich. Ja, ja, eben. Ja. Ich bin mit 10 Punkten in den Kampf gestartet. Ne? Mit 8 Pfeilen und mit 7 Punkten Astralenergie. Was scheißt du dich an? Du hast den noch denn. Dann kannst du dich einmal hinsetzen, ja? Na, bin ich tot? Ich saß. Ne, das meint er nicht. Ich scheiße nicht drauf. Ich scheiße doch nicht drauf! Ich geh doch nicht nach Hause, ist das wurscht? Du wohnst aber nicht hier. Kann ich nichts dafür, dass ich einfach würfel und sage, geschafft und nicht geschafft. Du schaust halt gar nicht hingeschafft, ja? Geschafft, haha, schön. Oh, er pariert sogar mit einer 1, kriegst du einen Passierschlag. Ja, genau, ja. Ich das mal, hätte noch fehlt, Alter. Eine 1, ich schau mal, ob ich bestätigt habe. Bestätigt. Ich habe einen Passierschlag getroffen. Ich würfel den Schaden aus. Oder volle Schaden. Mhm. Oh, 26. Was? Gut, somit bin ich jetzt da dran, oder? Wer war's? Ja, gut. Ich bin dran, ja. Skelett Nummer 3. Skelett Nummer 3 versucht anzugreifen. Gib mir es, komm, gib es, Baby. Darf ich den Angriffswurf machen? Ja, kannst du. Ist das das Recht, wenn er das würfelt oder nicht? Na sag, dann würfel ich. Das ist wurscht, mir ist das egal. Tut das aus. Geschafft. 17. Nicht geschafft. Aber es gibt doch noch Skelett Nummer 4. Oh, warte, Skelett Nummer 4? 5. Würde treffen. Ich versuche zu parieren natürlich. Wieder zwei Parieren. Soll ich für dich parieren? Ja, das ist gut so. Los geht's. Super. Nee, das ist einmal ein Nervenkitzler ein bisschen. Das ist ja eh super. Somit hast du hast es jetzt geschafft, zumindest deine Kampfrunde. Mumie 2 greift. Steht bei euch 2 Kampf. Ja, bei uns beiden. 1 bis 3, 4, anderen. Ja. Würde treffen. Ich versuche zu parieren. 12 pariere. Passt, somit bin ich schon wieder fertig. So, und jetzt greift meine Eule wieder an. Skelett Nummer 4, was mich angegriffen hat, mich erwischt hätte. Darf ich dann parieren? Mach wieder einen Flugangriff. Meine Eule muss jetzt auch alles geben, was sie kann. Versuche zum Angreifen. Ich gebe auch alles, was ich und hui! Nix, okay. Du darfst jetzt einen Passierschlag machen. Den mache ich jetzt. Dann machst du, weil der Flugangriff nicht funktioniert, darfst du einen Passierschlag machen. Schade. Aber, glaub, das war kurz mal. Der ist aber, glaube ich, um 2 erschwert für dich, der Passierschlag. Um 4. Passierschlag ist sowieso um 4 erschwert. Der Tag ist um 2 erschwert. Also ist dann 6. Regelmäßig. 6 eigentlich, oder 4 und 2. Nein, automatisch, wenn die Eulen... Ja, aber normal ist ein Passierschlag schon um 4 erschwert, von Haus aus. Richtig, ja. Also ist das jetzt ein erleichterter Passierschlag.
Ach so, Glück, Entschuldigung, Passierschlag ausführen. Sollte der Flugangriff gelungen sein, so ist eine Attacke gegen das Flugwesen durch den Angriff. Und das ist, dass man das Viech die Ohren angreifen würde. Vergiss es, du kannst einen Passierschlag machen. Also normal 4. Normalen Passierschlag. Nein, trifft nicht. Gut, die Ohren macht wieder. Hui! Mhm. Perfekt. Kampfrunde Nummer 10, kein Anführer. Thymian, bitte. Reiß uns raus. 19 Leben hat die Mumie noch. Ja, ich habe jetzt Attacke 19. Ich greife mal mit Finte 1 an. Mit einer 4 würde ich theoretisch treffen. Aber ich pariere mit einer 3. Dann darf ich mit der anderen noch angreifen. Dann mache ich das mit präzisem Stich 2, also auf 15. Mit einer 11 würde ich treffen. Hau raus. Komm schon. Eine 5 plus 12. 12 Trefferpunkte. Achso, nein. Wie hast du gesagt? Nochmal, sind wir keine Mumie. Also 12 Trefferpunkte. Wer da gesagt hat? 19. Hätte ich den ersten Angriff getroffen. Ja, muss die Rettung von Karnett noch ein bisschen warten. Wenn es aber macht Rettung gehen muss. Aber er macht es gut da oben, muss man schon sagen. Wenn ich seine Schreie richtig deute, macht er das richtig gut da oben. Die Schreie. Schön. Ne? Gut. Kurt, ich werde wieder dran. Klassisch Skate Nummer 4 schon etwas beleidigt haben. Ich versuchen runterzustoßen zum dritten Mal. Darf ich wieder verlieren? Bitte. Und ich würde es schaffen mit einer 6. So, möchtest du, dass der Dümmel natürlich, wieder würfelt? Natürlich, jetzt ziehen wir das Dümmelsprogramm. Okay. Also 6. Jetzt ziehen wir es durch. Eine 6, Entschuldigung. Ja, geschafft. Und ausweichen 6. Also, Parade oder ausweichen 6. Noch nie in meinem Leben so gut geworden. Ich habe es geschafft und viermal berichtet, diese Warzen. Aber ich finde das richtig geil, ja. Also, die haben ausweichen 6 oder Parade 6. Das ist schwierig. Das ist unglaublich. Viermal schaffen, viermal verlieren. Na. Und das war's. Ja. Gut. Ich mach wieder Anführer für die nächste Runde. Solltest du die erleben. Geht sich aus für alle. Und dann ein Wuchtschlag auf Mumie Nummer 2, bitte. Ja, 7 hast du noch. 12 könnte treffen. Ist noch über. Eine 3. Ich hab's geschafft. Okay. Minus 9? Achso, du hast das schon angegriffen. Ja, Blödsinn. Du kannst Schaden machen. Richtig. Ja, dann frisst du jetzt 12 Trefferpunkte. Dann frisst du jetzt dein Schwert. Warte, Kurt, ich helfe. Leute, eine Runde zu spät. Jetzt habt eine Runde zu lange mal dumm geschissen. So. Der Thymian und ich haben jetzt 7 von diesen Viechern niedergestreckt. Ja? Die letzten 2 überlassen wir dir. Du machst das schon, ja? Wir schauen aber in die Kutsche rein und kümmern uns um den Wirt. Ich bin fertig, danke. Gut. Möchte wer von euch Nummer 3 auswählen? Gut, dann danke. Möchtest du das überhaupt, Kurt? Das ist wurscht, jetzt zimmerst du das Programm. Das ist wurscht. Ich will nicht. Ich weiche schon raus. Ich weiche schon. Okay, pass auf. Attacke ist 11. Okay. Bitte. 13. Möchte wer den S4 würfeln? Ja, hau's ja. Guck mal, jetzt hieß es durch, du Warzen. Attacke 11. 7. 7. Ich versuche wieder zu parieren. Bitte Anführer? Nein, jetzt haben wir keinen Anführer. Verdammt. 6. Warum? Ja, Mann! Ich finde das geil! Du wehrst dich da oben, ich wirklich, also das Bestes. Muss man sich vorstellen, hupft du mal dumm, und dann versucht er zum Stoßen, gelingt ihm nicht, reicht aus, die Hand weg. Mir gelingt es viermal und das Trottel weicht ihm aus. Eigentlich ist er ja wirklich der Meister. Er ist da oben der stille Held eigentlich. Ja, danke für diese Aufmerksamkeit. Er zieht einfach den Großteil der Untoten auf sich, damit die anderen und ich freie Bahn haben. Ihr habt da unten schon die Leichen liegen, aber Kurt ist der stille Held da oben. Kämpft gegen 2 gleichzeitig. Passt. Andrin. Außerdem, die Situation kommt. Ah, Thymian. Entschuldigung. Eule, meine Eule. Ja, Eule, lass kommen. Eule, lass wieder fliegen auf Skate Nummer 4. Ja. Vielleicht bringt es mal endlich mal was. Sie würde treffen mit dem Flugangriff. Bitte, dann parier. 6 wert. 13. Da geht's, dann darfst du Schaden machen. Dann geht's. Da geht's, ja. Alter. Hast du eine 1 gewürfelt, ne? Sie hat den Schädel gekratzt. Okay, naja. Wurscht. Naja, du. Besser als gar nichts. Besser als ein Stammschädel. Obwohl, der macht mehr Schaden. Das ist unglaublich. Na, passt. Gut. Somit. Er gibt wirklich alles. Bitteschön. Kampfrunde Nummer 11, Anführer gilt. Kann ich das Skelett von da unten angreifen? Nein, das musst du auch raufkraxeln.
in deiner Aktion. Wartet gerade, ich helfe euch. Ich stelle das Geld noch ein Kaffee drauf. Schaut nicht gut aus. Der Blick kurz. Nein, ist ja wow. Was der Klassiker. Ihr könnt einen Schicksalspunkt ausgeben. Heute, wie sagt immer, ja, jetzt habe ich alle, Bro. Das ist unglaublich. Jetzt, was wichtig ist, na leider nicht. Ich hab's eh geschafft. Was? Ich hab's eh geschafft. 1, 18, 8. Ich habe Gewandtheit 15. Das heißt, 3 werden wir abzogen, bleiben wir 2 Punkte über. Habe ich es geschafft? Hast du geschafft? Dann stehst leider du zumindest. Leider greift mich deine Eule an und schmeißt mich wieder runter. No. Und du siehst, zwischen den zwei Skeletten hat er sich jetzt. Ich dachte, siehst du, wie Dümmi uns sich hochzieht mit seinen Rappen? Ich dachte mir zuerst, noch eine Mumie! Und dann sah ich noch. Fort! Jetzt versucht er mich runterzustoßen, jetzt gelingt ihm. Mit dem Fuß runterdrehen ins Gesicht. Scheiße, noch eine Mumie. Was ist mit Mumie? Und ich komme! Nicht schon wieder so eine Mumie. Das muss ein Mumienfürst sein. Das ist ja widerlich. Ich wollte gerade sagen, geil, Alter. Zum fünften Mal probiere ich jetzt diese verschissene Skelett Nummer 14 runterstoßen. Geht der Anführer? Ja. Sehr gut. Gilt ja auch für mich. Gut. Unter 17, komm. 19. Scheiße. Wirklich. Gut. Gefällt mir. Andrin, du bist dran. Woher kommt denn der Mumienfürst? Der Helm fängt an noch. Das Auge kommt zuerst, das kaputt ist. Scheiße, ne Mumie. Das ist doch ein Thymian. Mumienfürst, Alter, urgeil. Bitte, Andrin. Ich überlege gerade, habe ich da Platz, dass ich auch aufklettern kann? Na sicher. Weil mich würde es auch echt in die Finger jucken, dass ich da einfach den Pfeiler einreiße, dass das Ding einstürzt. Da müssen wir schon auf Strukturpunkte dann auch würfeln, ist klar, ja. Du kannst deine Waffe natürlich da auch beschädigen. Ich weiß, ja. Ich würde mich als Ganze, ich würde die Waffen fallen lassen und das Ding einfach ausreißen wollen. Aber ich versuch's einmal mit draufklettern. Mhm. Kopier's. Oh ja. Was? Oh, geil. Ja, habe ich geschafft. Heftig. Hast geschafft. Gut, jetzt ist der Quudels da oben jetzt. Ist das überhaupt ausgelegt für so viel Gewicht? Da oben geht's ab. So, da! Soll ich würfeln? Soll Dümian würfeln? Jetzt würfel ich durch. Das ist mir durch. Bis zum bitteren Ende. Machen wir es mit. Gut, du weißt, Attacke 11. 15. Nicht geschafft. Nächstes Skelett. Schafft es. 17. Nicht geschafft. Oh. Gut, dann ist. Eule? Nein, ich wurde. Naja, oh, ich wurde angegriffen. War schön, gell? Hat mir gut geschlagen, ja. Stimmt, danke schön. Eine zu das Skelett 4, was ich eh schon beschädigt habe. Das ist doch immer schon gut drauf. Was? Ich hab doch gut drauf. Immer halber Schaden. Das waren einmal 4 und einmal 2. Ja, ich habe ihn eh schon umgegeben. Ein Schaden. Wurscht, Flugangriff, probiert. Fliegt daneben, kannst du einen Passierschlag machen. 5. 5, du triffst. Kannst du mir noch alle Schaden zufügen. Ja. Ich müsste dann 7 haben. Das Schaden machen für die Eule. Ein Einser gewürfelt, das macht 5. 5. Sie jauscht sich kurz so. Und mein Herz blutet. Na, das tut dir auch weh, sowas. Mein Herz blutet. Ja, richtig. Ja. Jetzt ist der Zahn noch. Wie viel Leben mehr hat eigentlich so eine Eule? 22. Nicht viel. Also 17. Aber einer von euch beiden muss bei der nächsten Rast leiden. Aber so ist das ja dann später. Muss leiden. Einer von euch beiden kann mir auch nicht rufen. Das ist so leid. Gott, ich komme! Aber das kaputte Haus. Und ich stöhne so, Hilfe! Oh Mann! Und das eine einzige Mal, wo du Stoß machst, machst du es auf mich und es funktioniert. Und mich hat es 3 Meter nach hinten. Dimian, du bist dran. Kampfrunde Nummer 12, kein Anführer. Bist du deppert? Jetzt sitzt die Viecher vor euch, lasst euch jetzt, ich muss weg. Kein Anführer? Nein. Warum Quirls hat er? Der Pappentache. Das ist unglaublich. Jetzt mal präziser Stich 2 auf 15 auf Skelett Nummer 4. Ich habe eine 1 gewürfelt und ich bestätige. Mhm. Nummer 4 war das jetzt gerade. Ja.
Also halbe Verteidigung. Ja, 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 das werde ich schwer schaffen. Nein, nicht geschafft. 8. So, das sind. Wow, jetzt soll ich richtig Damage machen. 6 plus 7 ist einmal 13 plus 5 ist 18, also 9. Ja, er hat 10. Oh, aber ich habe noch einen Angriff. Ja, mit Finte diesmal. 14 müsste treffen. Das sind 5 Trefferpunkte. Das also Skelett 3. Nummer 4 ist erledigt. Mumienfürst 1, Skelette 0. Passt. Cordo. Bitte Cordo. Ich werde diesmal also nichts machen, da ich hoffe, dass als nächster mein der andere auf das Skelett einschlägt, dass vielleicht das Skelett dann auf ihm schaut. Ich würfel das dann wieder aus. Ich habe es auch ausgewürfelt bei denen. Das ist dann quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, also die Chance ist 33. Werde ich jetzt. Das habe ich bei Dümmen und anderen auch. Das war ein bisschen sinnlos, weil. Ja, aber dann ging man Passierschläge. Faust hinhauen. Wow. Nee, du könntest deinen Bogen Wurscht, aufheben. Reflexartig, trotzdem, ich bin gerade in dem Modus drin. Ich versuche es wieder runter zu stoßen. Ich kann mir das so vorstellen, ich habe es dir probiert. Das Skelett oder den Mumienfürsten? Oder mich? Das Skelett. Du bist der strahlende Ritter. Ich würde treffen. Komm, jetzt mach den letzten Wurf. Komm, jetzt mach. 20. Nein. 10. Bestätigt. Das hast du nicht geschafft. Nicht geschafft, ich fall jetzt da runter, oder? Na, sicher fall da runter. Jetzt wo wir alle um sind, schmeißt das Krusch. Aber ich kann mir so vorstellen, als Cordy war es permanent in den Schubsen drin, das mache ich weiter natürlich. Die zwei Skelette auch, die haben mich eigentlich die ganze Zeit so hin und her geschubst. Wir haben gesagt 3 Meter, 3 bis 6 würfel ich jetzt da. Minus 1. Minus. Nein, ich habe beim Cord hätte ich auch minus 3 gesagt. Ach du, du musst alle, du sagst, du sagst. 2, 2, 3. Das heißt, das sind 7. Minus 2 machen wir, sind 5. Fall Schaden. Und das ist so unten, ne? Ja. Und ich werde meine freie Aktion jetzt noch einen Schritt nach hinten marschieren. Ich möchte mich nur in Eck verstecken. Zumindest hast du es geschafft, weil die gehen auch instant, aber es ist eh wurscht für den. Und ich schaue mich da nach hinten jetzt hin. Einen Schritt nach hinten. Ich hab's überlebt. Und diese Mumie, die hat jetzt, diese Mumie hat jetzt da auch geleakt jetzt da. Nach dem 5. Mal stoßen gelingen, ist das erste Mal durchgegangen. Diese Mumie fällt, also du schaffst es jetzt wirklich mal, diese Mumie runterzustoßen. Das Skelett fliegt so, bam, und bleibt jetzt einmal liegen, hat den Status liegen. Kann ich jetzt mit den zwei Rapieren so. Kannst du machen. Ich gehe dann einen Schritt nach hinten und mach mal nix. Oder hüpfst du dann auch runter, das ist ja dann auch beschissen eigentlich. Eigentlich ist stylisch, aber er hüpft ja auch runter, egal jetzt ob er einen Angriff runterhupft oder nicht. Man muss wieder runtergreifen. Ja, theoretisch. Ist jetzt meine Meinung, glaube ich. Ja, das sage ich. Oder er springt runter. Ja, oder er nimmt die. Ja, oder ich nehme einfach den Bogen von Cord und dann. Oh nein, ich bin Cord drauf. André, du bist dran. Was muss ich jetzt würfeln, wenn ich runterspringen will? Nein, runter. Na, du klettern musst, wenn du keinen Schaden willst. Klettern runter. Springen gibt es einen Schaden. Das sind 3 Meter. 3 bis 6. Gibt es da nicht irgendwas mit Körperbeherrschung? Weil du kannst dich abrollen, glaube ich, gibt es dann auch noch, gell? Muss man das als Fähigkeit genommen haben? Ich glaube, das weiß ich nicht. Das ich glaube auch nämlich, gell? Du musst das als Fähigkeit nehmen, ja. Glaube ich jetzt. Weil 3 Meter sind 3 Meter, das darf man nicht unterschätzen, gell? Ja. So, und abrollen, Regeln. Abrollen ist eine Einsatzmöglichkeit von Körperbeherrschung. Wer über die Sonderfertigkeit verfügt, der weiß genau, wie er sich stürzen. Also, wenn du runterspringst. Okay. Voraussetzung, Körperbeherrschung 4, kein Nachteil unfähig, Körperbeherrschung, kein Nachteil fettleibig. Ich bin zu fett, um mich abzurollen. Wenn du es nicht geschafft hast, das geht dann am. Nein, habe ich geschafft. Noch eine Kampfrunde. Okay, gut, du bist unten. Passt. Ich stehe jetzt einfach nur auf in meiner Kampfrunde und bin somit fertig. Dann klettere ich runter. Kampfrunde Nummer 13. Schau nochmal so rüber zu kommen. Wir haben Kampfrunde 13, aber leckst kein Wunden. Anführer. Aha. 4, warte, nein, das ist 14, 11, 4, das muss ich eigentlich geschafft haben. Geschafft. Kurs 2. Aber passt, bist auch unten. Ich stehe dann wieder unten. Ich hebe in meiner Aktion meinen Bogen wieder auf. Mhm. Ja, man muss aber wieder einen Schritt nach vor gehen, gell? Weil da steht da nicht. Ich gehe einen Schritt nach vor, ich gehe zur Kante nach vor. Ja, mehr kannst du nicht machen. Ja. Ich habe meinen Bogen in der Hand und schaue noch unten zu. Bin ein Zuschauer jetzt da. Endlich.
Oder du finished, obwohl jetzt sind noch zwei vor dir dran. Mit eng. Bitte schon anderen. Ich muss Pfeile sparen, ich habe nur drei Pfeile. Hat er einen Schaden gekriegt? Der ist drei. Ja, ja, klar. Ein Wuchtschlag. Er hat noch schlanke. Eine 1. 8. Bitte bestätigen. Ich bestätige. Gut, halbe Verteidigung. Ja, kannst du Schaden machen. Komm, 8. 8 und er ist erledigt. Ja, das geht sich sowieso aus, das ist schon mal. Auch somit ist Skelett Nummer 5 erledigt. Gott, ihr könnt aus einem Versteck kommen. Wir haben sie alle erledigt.